Und dieses Jahr ist nur getanzt. Eine Stunde, 10 Minuten lang nur getanzt. Ein Jahr lang. Ich übe und ich Choreografie kreieren mit jugendlichen Leuten von 13 bis 19, von Schule von hier, Umgebung von Gelsenkirchen. Wir kreieren zusammen eine Vorstellung, dass am Ende der Spielzeit zusammen mit den Profi, mit das Ballett im Revier, ausgeführt wird. Dieses Jahr auf die kleine Bühne, nächstes Jahr auf die große. Erst für jemanden, das noch nie getanzt, noch nicht mit Musik gezählt hast und noch nie Schauspieler gemacht hat, ist eine große Herausforderung. Die Schritte gut zu machen und mit dem guten Ausdruck zu machen und auf die richtige Position zu sein und auf die richtigen Momente in Musik alle zusammen zu sein und nicht zu vergessen und die Kostüme und wann, ist eine sehr, sehr große Herausforderung für die Jugendlichen. Aber sie haben wirklich Tolles gemacht. Ich habe gesehen, die Entwicklung von November bis jetzt, die Kinder sind so viel besser geworden. Nicht nur tanzmäßig als Tanz, sie sind mehr ruhig, sie haben mehr Respekt. Sie können wirklich eine Frau und ein Mann zusammen tanzen. Das war auch sehr schwierig. Erstes Mal in meinem Tanz AG, wir haben geübt, wirklich einen jugendlichen Mann, eine jugendliche Frau anzufassen und einen Lift, eine Hebung zu machen, war sehr, ja, sehr schwer. Jetzt ist alles überwunden worden und manche Pas de Deux, liebe Duette sind wunderschön geworden und ich bin sehr, sehr stolz. Sie sind viel besser geworden und sie haben eine wunderschöne Leistung gemacht. Manche sind wirklich 10, 15 Minuten auf die Bühne und manchmal müssen etwas wirklich lachen und etwas sehr Fröhliches darstellen, manchmal etwas traurig wie Mobbing oder erste Trennung oder manche Süße wie Liebe, erstes Mal. Sie haben gesehen, wie eine Bühne, die Leute, die Künstler, die Tänzer, wie alles funktioniert. Und ich denke, die sind begeistert und ich hoffe, dass das werden immer in die Herzen haben und mehr im Theater kommen, mehr sich engagieren.